So, jetzt kommen wir wieder in die Praxis des Anlagenbaus. Den nächsten Sprecher darf ich begrüßen. Das ist der Sven Kraus. Herzlich willkommen hier bei uns. Sven Kraus ist von der Firma Geatec. Er ist dort Projektingenieur, Projektleiter, hat dort als Werkstudent seine Karriere begonnen und ich sehe Geatec, Geatec, Geatec. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und der Titel wird sein Digitales Mehrleistungsmanagement im Projekt. Das heißt für mich übersetzt Nachtragsmanagement etc. Unter anderem. Wunderbar. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich darf Sie auch herzlich willkommen heißen auf der Light & Building. Und ich habe mir überlegt, wie startet man am besten in so einen Vortrag? Am besten mit einer Überraschung. Und zwar, Bauprojekte werden teurer als geplant. Ich glaube, die Überraschung ist jetzt nicht so sonderlich gelungen. 70% werden öffentliche Bauprojekte im Schnitt teurer, als sie ursprünglich veranschlagt sind. Bedeutet im Umkehrschluss, eigentlich kann ich meinen Vortrag mir schenken, weil Mehrleistungsmanagement ist ja dementsprechend schon bekannt. Jetzt komme ich natürlich aus einer Zeit, da gab es noch nicht ausschließlich Apps. Wir haben mal gestartet mit einer Digitalkamera auf der Baustelle und haben die Fotos dann ausgedruckt und per Post an unseren Auftraggeber geschickt. Da sind wir jetzt Gott sei Dank weit von entfernt und ich möchte Sie eben in die digitale Welt des Mehrleistungsmanagements mitnehmen. Wie bauen wir das heute auf? Wir würden erstmal auf die rechtlichen Grundlagen von Mehrleistungen zu sprechen kommen, drei kurze Beispiele und dann schauen, wie wir das bei der Firma Geatec seit 2020 inzwischen versuchen digital umzusetzen. Wir sehen auf der linken Seite ein Besprechungsraum, wie sich jeder Architekt, glaube ich, wünscht. Möglichst clean, möglichst schlicht, Auge ins Detail. Und dann haben wir die Situation, dass der Lichtplaner uns zwei Wochen später die Lichtberechnung schickt und merkt, oh, die 5 Spots an der Decke reichen leider nicht aus. Wir brauchen 12. Klassischer Fall für einen Handwerker, VBB 6, Paragraph 2. Nicht vorgesehene Leistung. Mehrkosten. Auf den nächsten Punkt, auch hier hat sich der Planer leider in der Schublade vergriffen, hat die Ausschreibung von 1962 rausgezogen und ja, dann wurden Halogenlampen ausgeschrieben. Der Bauherr, wir kamen vielleicht auf die Idee, eine LED macht doch ein bisschen mehr Sinn und ist auch nach heutigem Stand der Dinge ein wenig nachhaltiger. Änderung des Bauentwurfs, auch hier gibt uns die VOB ein Werkzeug an die Hand, Paragraph 2, Absatz 5, VOBB, Änderung des Bauentwurfs. Der wohl komplexeste Fall auf Baustellen, definitiv Mehrkosten aufgrund von Bauzeitverlängerungen, von Behinderungsanzeigen, leider immer straighteres Thema, kommt immer mehr zum Vorschein. Wir haben uns jetzt hier auch mal auf die VOB besprengt, haben den Schadensersatz nach BGB mal weggelassen, aber die Situation dürfte nicht unbekannt sein. Wir kommen zum ersten Mal auf die Baustelle als Elektriker, die Betonage läuft noch. Funktioniert Kabelzug relativ schwierig, wir werden wieder nach Hause geschickt. Wir kommen 8 Wochen später erneut, die Fassade fehlt noch, auch da draußen hat es -2 Grad, Kabelzug auch nicht optimal und zu uns heißt es, kommt 12 Wochen später, wir kommen und der Lüftungsbauer war schneller, der Sprinklerbauer war schneller, alle anderen waren schneller und wir haben Riesenprobleme, unsere Kabeltrassen noch an die Decke zu kriegen. Hier reicht natürlich nicht der einfache Schriftverkehr, lieber Bauherr, es funktioniert so nicht, sondern es muss, wie es so schön heißt, eine hinreichende Dokumentation stattgefunden haben. Wir reden von klassischer Fall, Behinderungsanzeige, Bautagesberichte, auch die kann man mit unserer Software abbilden oder eben Bautenstandsberichte, Fotodokumentation, alles wichtige Themen, die früher analog vielleicht noch mit E-Mails abgewickelt worden sind, aber die natürlich ganz, ganz schwierig in der Darstellung gegenüber Dritten am Schluss uns helfen. Ich habe es vorhin erwähnt, wir sind mit einem Pilotprojekt 2020 gestartet mit der Firma Capmo zusammen. Damals ein ganz junges Startup, ist jetzt inzwischen auch schon ein bisschen bekannter am Markt. Bietet ganz, ganz viel die Software. Wir sehen hier den geschlossenen Kreis. Wir konzentrieren uns heute allerdings auf den Quadranten unten links mit der großen plakativen Überschrift Qualitätssicherung und Dokumentation, weil gerade das sind die entscheidenden Punkte für uns im Mehrleistungsmanagement.
Wie bauen wir sowas auf? Ich fange jetzt mit dem bösen Thema Behinderung leider doch nochmal an. Wir kommen auf die Baustelle, links ist es ein Praxisbeispiel. Wir hätten in den Trockenbauwänden Elektroinstallationen einbringen sollen. Sie fragen sich wahrscheinlich zu Recht, welche Trockenbauwände? Das haben wir uns an dem Tag auch gefragt und haben das Ganze einmal über unser Ticket festgehalten. Der Vorteil zum einfachen Foto liegt hoffentlich klar auf der Hand. Ich erkläre es aber trotzdem gerne. Wir sehen im oberen Teil des Tickets eine sogenannte Map, die wir über eine Pinnadel direkt mit unserem PDF-Plan verknüpfen können. Sprich, wir wissen auf den, sagen wir mal, halben Meter genau, an welchem Ort wir uns denn befunden haben, als diese Störung aufgetreten ist, als der Bauherrenwunsch aufgetreten ist. Hier kann man auch Aufgaben mit verteilen, aber wir bleiben jetzt mal hier beim aktiven Beispiel. Wir haben einen Kurztext, um beschreiben zu können, welche Situation haben wir denn vorgefunden. In dem Fall Trockenbauvorleistungen fehlen. Eine längere Beschreibung im Langtext haben wir darauf verzichtet, da wir gedacht haben, in dem Fall ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Auf den Langtext kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Und rechts haben wir das Ganze noch die Möglichkeit, in verschiedene Kategorien aufzugliedern. Sei es in diesem Fall eben eine Behinderung, Kategorie Trockenbau, auf Status geschlossen ist, dass das Ticket inzwischen, Gott sei Dank, nach 3 Jahren abgeschlossen ist. Firma, Verantwortlicher, kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt haben wir das Ganze in dem aktuellen Beispiel nicht nur einmal so vorgefunden, also es hat nicht nur eine Wand gefehlt, es haben UKAs von den Decken gefehlt, es haben sonstige Vorleistungen für die uns vertragsgeschuldete Erbringung unseres Werks gefehlt und wir sind einmal durch die ganze Etage gehuscht. Wir haben das ein oder andere Ticket gemacht und am Ende des Tages kam die links dargestellte Übersichtsmap zum Vorschein. Sie können sich jetzt vorstellen, wir hatten 3 Wochen später einen Termin mit unserem Auftraggeber. Wir hätten da jetzt ordnerweise Fotos mitbringen können. Wir hätten ganz dicke Schreiben mit Vermerke auf irgendwelche Achsen oder andere Vorleistungen mitnehmen können. Diese Map hat uns da deutlich mehr gebracht, weil unserem Auftraggeber wurde sofort bewusst, okay, hier hat irgendwas nicht gestimmt. Was die einzelnen Hintergründe dann davon sind, ist dann erstmal zweitrangig. Aber wichtig ist, man kann sehen, jede dieser Pinnnadeln ist physikalisch hinterlegt. Wir können darauf zugreifen, wir können das Foto angucken, wir können den Kurztext lesen. Das ist in der Begründungshistorie natürlich viel, viel besser als ein reiner Fließtext. Jetzt gehen wir weg von diesen ganzen bösen Themen von wegen Bauzeitbehinderung, sondern eigentlich wollen wir als Handwerker alle nur eins, nämlich einen reibungslosen Bauablauf und das auch vernünftig bauen. Da bietet uns CAPMO ein für mich sehr, sehr tolles Tool und zwar im Angebotsfindungsstatus, beziehungsweise in dem Fall habe ich jetzt mal ein Beispiel aus einer Pauschalierung mitgebracht. Wir haben von unserem Planer Werkpläne zur Verfügung bekommen. Wir haben angefangen zu pauschalieren, der Plan hat Betrag X gekostet. Kaum waren wir mit der Pauschalierung fertig, kam 3 Wochen später das Planupdate. Und ich würde jetzt, ich hoffe es funktioniert, einmal die blaue Linie durchs Bild laufen lassen. Jawohl, funktioniert. Und Sie sehen der Plan, es ist 1:1 derselbe Plan, sieht danach ein bisschen anders aus als vorher. Wir wären vor 3 Jahren hingesessen, hätten uns die beiden Pläne in Papier ausgedruckt oder hätten im Optimalfall einen Zeichner hingesetzt mit 2 Bildschirmen, hätten links Plan A, rechts Plan B, hätten links Papierplan A, rechts Papierplan B auf den Tisch gelegt und hätten mit einem Filzstift oder mit der Maus versucht, irgendwelche Screenshots zu machen, wie sich denn jetzt die Pläne geändert haben, dass sich unsere Pauschalierungssumme verändert, egal ob in Minderung oder Mehrung. Da hat uns CAPMO mit diesem Tool eine super, super Lösung geboten, weil wir können Raum für Raum diese blaue Linie verschieben. Wir sehen direkt den Unterschied zum vorgehenden Planstand und über Tickets können wir auch jede Änderung direkt darstellen. Sprich, auch hier einen Ticketmarker setzen. Ich kann den, werden wir gleich auch sehen, direkt bepreisen und habe am Schluss eine super transparente Darstellung für unseren Auftraggeber, wie sich denn sein Preis aufgrund der Planänderung verändert. Wichtig, ich habe es rechts nochmal kurz aufgeführt, man hat einen direkten Vergleich, Mehrmassen können direkt ausgegeben und bepreist werden und Nachträge, was ja in der Praxis immer sehr, sehr wichtig ist, transparent und einfach prüfbar. Der letzte Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen will, ist das sogenannte Änderungsmanagement. Hier haben wir es geschafft, unseren Kunden direkt in die Software einzubinden, was ein super, super schönes Tool war.
Weil wir sehen links, das war eine Abnahmebegehung, die ist noch gar nicht so lange her, ich glaube 4 Wochen. Und wir sind durch, unten sieht man ein kleines Bild, bei einem Hotel durchs fertig installierte Bad gelaufen. Das ist ein sehr hochpreisiges Hotel und die haben dann gemeint, halt, stopp, der Spiegel sollte eigentlich digital sein. Sprich, eine Zeit hinterlegt, wir wollten eine Temperaturanzeige des aktuellen Tages. Ja, das hat uns vorher leider keiner gesagt gehabt, dementsprechend waren weder Netzwerkanschluss noch Elektroversorgung da. Wir haben das Ganze gleich als Ticket erfasst, haben gesagt, unser Bauherr hat einen Wunsch, das Ding digital zu machen. Hier haben wir in den Langtext noch verfasst, was möchte er denn genau haben, Netzwerk und Elektroversorgung. Und jetzt springen wir von der Ansicht des Tickets einmal rechts in die Bemerkungen. Wir sehen verschiedene Zeitstempel. Was ganz wichtig ist, die sind nicht veränderlich. Die sind also urkundlich hinterlegt, da kann niemand was dran drehen. Genauso wie die Aussage unseres Auftraggebers unten drunter, Auftrag bestätigt, Nachtrag kann eingereicht werden und führt es uns bitte aus. So haben wir im Zuge der Abnahmebegehung direkt eine Bestätigung der auszuführenden Leistung gehabt. Wir haben, wie Sie unten an der Ticketauflistung, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, sehen, hatten wir das nicht ein- oder zweimal, sondern 10-mal in dieser Abnahmebegehung der Fall zu unterschiedlichen Punkten. Wir hatten eine saubere Liste am Schluss, wir haben die Liste genommen, haben sie ausgedruckt, haben sie an unseren Nachtrag gehängt und das Ding war sauber prüfbar, die Aufträge waren schon freigegeben und am Schluss ging es quasi nur noch um den Zahlungsverkehr. Wir bei der Firma Geatec nutzen für dieses ganze Thema folgenden Prozess, den wir hier in 5 Punkten dargestellt haben. Wir haben im ersten Schritt unseren Bauherrenwunsch oder im Worst Case die Behinderung. Wir generieren daraus ein Ticket und dokumentieren die ganze Sache. Im nächsten Schritt über eben eine direkte Zuordnung, wie im vorgehenden Beispiel, können wir uns direkt die Freigabe einholen oder sorgen eben für eine Kenntnisnahme unseres Auftraggebers. Gehen dann Richtung Ausführung, generieren Nachtrag und für mich, das Schönste ist immer der 5. Punkt, wenn ich das alles sauber gegliedert in meiner Software habe, habe ich am Schluss von Bauherrenwunsch bis fertiger Leistung eine astreine Dokumentation und kann jederzeit auch Jahre später diese ganze Geschichte noch sauber nachvollziehen. Das war es direkt aus der Praxis. Wo stehen wir? Wissen wir jetzt, wo wollen wir noch hin, haben wir hier 2 kleine Beispiele mitgebracht. Und zwar auf der linken Seite, ursprünglich mal aus den USA kommen für Kampfhandlungen, heute auch im deutschen Bauwesen schon im Einsatz, und zwar der Roboterhund Spot. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, was es für ein Riesen-Act ist, eine Bautenstandsdokumentation arbeitstäglich oder selbst wenn es nur einmal die Woche ist, durchzuführen. Da rennt einer durch ein Großgebäude und macht 1000, 2000 Bilder. Das ist natürlich unfassbar viel Manpower gebunden, die muss danach ausgewertet werden und sonstiges. Das kann uns alles Spot abnehmen, auch die Bautenstandserfassung von Bestandsgebäuden, wenn wir einen digitalen Zwilling erstellen wollen, kann Spot übernehmen. Der darf aufgrund von deutschem Recht noch nicht allein durchs Gebäude laufen, es muss noch jemand parat stehen, aber wir brauchen auf jeden Fall keinen fachkundigen Ingenieur, der durch ein ganzes Gebäude rennt und nur Fotos schießt. Auf der rechten Seite künstliche Intelligenz, ganz großes Stichwort. Wir beschränken uns jetzt hier erstmal auf die Automatisierung, weil diesen ganzen Ticketprozess, den wir vorweg gezeigt haben, gilt es natürlich Stück für Stück von Manpower zu lösen. Fachkräftemangel, gerade eben wurde schon angesprochen, ganz großes Thema. Wenn wir es jetzt natürlich hinbekommen, dass wir dieses Ticket sauber dokumentieren, sauber zuordnen und meine Software irgendwann weiß, ich habe ein Ticket, ich habe einen Preis, ich habe ein Freigabevermerk in meinen Bemerkungen, dann kann das Ganze automatisiert natürlich ausgegeben werden. Und dann ist nur noch die Frage, kriegt es der Projektleiter nochmal zur Unterschrift und kann es dann rausschicken oder geht es vielleicht direkt an den Kunden. Ich glaube, in Zukunft, gerade auch mit digitaler Planung, künstlicher Intelligenz, steht uns noch viel spannende Themen bevor. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick zu der Digitalisierung unseres Mehrleistungsmanagements bei der Firma Geatec geben. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Sie dürfen sich auch gerne mit mir vernetzen, würden wir uns freuen, auch natürlich mein Unternehmen. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.